Christoph, es war eine bewegende Woche. Wiederwahl von Donald Trump, dann das Ampelaus in Deutschland. Und deshalb haben wir beide ja auch wegen dieser aktuellen Ereignisse schon länger nicht mehr über die Brennpunkte an der Front gesprochen. Wir sprechen inzwischen vom Tag 991 des Ukraine-Krieges. Und wie sieht es an der Front aus? Ist die Region Pokrowsk weiterhin das Zentrum des Geschehens? Also ich denke auch, dass die Stoßrichtung der Russen Pokrowsk nach wie vor der Brennpunkt Nummer 1 in diesem Krieg ist. Und zwar etwas südlich gibt es ja diesen äußerst wichtigen ukrainischen Verkehrsknotenpunkt Korachowa, an dem Stausee gelegen. Und wir haben es vor den US-Wahlen auch immer wieder betont, dass sich die Schlinge um die Ukrainer da zuzieht. Die Russen kommen von drei Seiten, vom Osten, vom Norden und vom Süden. Und das Ganze dauert an. Und die Russen nähern sich diesem ukrainischen Verkehrsknotenpunkt immer weiter. Und es gibt wohl auch schon im Osten von Korachowa Straßenkämpfe, Häuserkämpfe. Und von Süden ist der Druck groß und von Norden ist der Druck groß. Und sie scheinen zu versuchen, die Russen einen Kessel zu bilden. Und das Ganze am westlichen Ende dieses Stausees, dieses Korachowa-Stausees. Und dann als nächstes werden sich wahrscheinlich die Russen auf Pokrowsk konzentrieren. Pokrowsk ist ein Ballungsraum und auch ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Und das dürfte der nächste Brennpunkt werden. Christoph, du bist unser Experte. Du beschäftigst dich seit fast 3 Jahren nun intensiv mit dem Kriegsgeschehen. Wie ist denn deine Einschätzung in der momentanen Lage? Ist es wirklich Zeit für einen Frieden oder ist das überhaupt denkbar? Also natürlich ist es Zeit für einen Frieden, ganz klar. Nur die Frage ist, ob das im Augenblick realistisch ist. Und ich möchte da auch äußerst vorsichtig sein mit Prognosen. Ich erinnere mich an den Januar 2022, kurz bevor dieser Krieg begonnen hat. Da war ich noch hier in der Ukraine bei Werchna Toretskoje. Das ist ungefähr so 20 Kilometer nördlich von Donetsk und habe mit voller Überzeugung davon gesprochen, dass Putin diesen Krieg niemals vom Zaun brechen wird, weil das seine Wirtschaft ruinieren würde. Und was ist passiert? Genau das Gegenteil. Also mit Prognosen äußerste Vorsicht. Und außerdem ist in meinen Augen Wladimir Putin genauso unberechenbar wie Donald Trump. Und es wird jetzt darauf ankommen, wie groß der Druck der Amerikaner ist und wie ernsthaft der Druck ist und wie es für Russland weiter in diesem Krieg läuft, wie die russische Wirtschaft durchhält, was die russische Waffenproduktion leisten kann und wie hoch die Verluste der Russen sind. Und dann kann man daran abmessen, wie groß die Gesprächsbereitschaft sein wird. Und das alles ist absolut unvorhersehbar im Augenblick. Christoph, danke für deine Einschätzungen und Einordnungen nach Kiew.